Es ist soweit. Wir haben alle 98 Pfannenwender eingesammelt und die letzten zwei erwarten uns jetzt hier im Mülleimer im Endkampf gegen Plankton. Seid ihr bereit? Dann lasst schon mal gerne ein Like da. Und das ist die Folge von Let's Play SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Mein Name ist Fabian. Und ihr findet übrigens auch weitere Let's Plays, auch zum neuesten SpongeBob-Spiel, auf diesem Kanal. Also schaut euch das mal unbedingt an. Und jetzt lasst den Kampf beginnen. Seht euch den Typen an, mit dem großen, eckigen Kopf und mit dieser kurzen Hose. Etwas Grässlicheres habe ich noch nie gesehen. Moment mal, das grässliche Ding sieht ja aus wie ich. Ich wusste immer, dass SpongeBob mal tot sein würde. Grundgütige Gründe. Ein Roboter, SpongeBob. Irgendetwas Komisches geht hier vor sich. Und damit meine ich nicht dich. Was anderes Komisches. Plankton, du steckst hinter all dem, oder? Ja, ich war es die ganze Zeit. Seht, der Duplikatotron. Ich hab den Namen schützen lassen, also denk nicht mal dran, ihn zu klauen. Damit kann ich von absolut jedem eine Roboterkopie machen. Ich wollte eine ganze Armee aus loyalen Robotern aufbauen, die jeden meiner Befehle ausführt. Aber jetzt laufen sie Amok. Ich hatte vergessen, den Schalter auf Plankton-Gehorchen umzulegen. Ach! Aber da Papa jetzt zu Hause ist, kann ich das beheben. Was ist denn jetzt los? Es sollte doch funktionieren. Es funktioniert bestens. Sie gehorchen mir. Ich wusste, ich hätte keine Kopie von mir anfertigen sollen, aber ich bin einfach zu süß. Das war das letzte Mal, dass du meinen Plänen in die Quere kommst. SpongeBob, darf ich vorstellen? SpongeBob. Hi, wie geht's dir? Darf ich dir meine Freunde vorstellen? Patrick, Sandy? Genug! Macht euch bereit für euren Untergang! So, die erste Runde des Bosskampfs hat begonnen. Wir müssen gegen einen Riesenroboter SpongeBob kämpfen. Und zwar einfach, indem wir mit unserer Raketenfähigkeit hier die Pusteln da treffen, die grünen Bobbles. Der Kommentator, dieser Fischkommentator, der nervt ein bisschen. Ich habe übrigens noch nicht die Folge gesehen, weil ich weiß jetzt noch nicht, was mit diesem Great Barrier Reef auf sich hat. Okay, es scheint so, als bringt das nichts, wenn wir Plankton hier unten angreifen. Ich glaube, der ist nur dazu da, um uns wieder nach oben zu jagen, weil unten die Hitpoints gehen nicht runter. Okay, dann machen wir hier oben weiter. Also, er hat zwei Angriffe. Autsch. Einmal diesen Fegeangriff und einmal haut er einfach von oben mit Karate auf die Plattform drauf. Ja, das ist der zweite. Und dann lacht er uns einfach aus. Okay, einfach hier nach oben. Wenn euch die Health ausgeht, dann einfach nach unten und ein paar Unterhosen einsammeln. Und jetzt, genau hier, nach dem Angriff wartet er immer. Und dann können wir einfach auf ihn drauf schießen. So, wir haben noch 5 Hitpoints übrig. Und, okay. Ich weiß nicht, es ist schon spät. Deswegen sind die Reflexe vielleicht nicht mehr die besten. Oder es ist das Alter. Man weiß es nicht. So. Genau, hier unten können wir halt schlecht SpongeBob angreifen. Wir müssen dazu auf die Plattform hoch, weil sich sonst einfach Plankton in den Weg stellt. Aber vielleicht von hier. Aber ich glaube, dann zappt uns Plankton, wenn wir hier unten bleiben. Dann lieber nach oben. Auf. Das war ein Kinderspiel. Great Barrier Reef! Okay, das ist die zweite Runde hier im Kampf. Oder die zweite Phase, besser gesagt. Jetzt greift er mit Karate an. Sprichwörtlich. Oder wortwörtlich. Und genau, hier haut er jetzt einzeln auf die Plattform drauf. Und hier gut ausgewichen. So. Drei Bobbles sind noch übrig. Können wir einfach hier noch einen drauf? Oh, nicht getroffen. Au! War es für ein Fail einfach. Aber das ist kein Problem. Dafür hat er nur noch einen Hitpoint. Und wir gehen auch noch wieder nach oben. So, Karate. Einfach ausweichen. Und links oben müssen wir noch einmal treffen. Dann ist die erste Runde des Kampfes vorbei.
einfach warten, bis er sich... Genau, bis er den... Nee. Jetzt schlägt er und dann kommt der Fegeangriff, der Fege, die Fegefaust. Genau hier, da einmal gut drüber. Egal, so jetzt einfach treffen und dann BAM! Dafür gibt's Pfannenwender Nummer 99. Und die Phase 2, Runde 2 des Kampfes beginnt. Ihr Tölpel habt meine wunderschöne Braut zerstört. Wir wollten doch nächste Woche heiraten. Sagte er heiraten? Ich repariere dich, Baby. Oh, ich schrumpfe! Nein, Patrick, ich glaube, der Roboter wird größer. SpongeBob, er ist in deinen Kopf geflogen. Nun, dann werde ich ihm in meinen Kopf folgen. Ich meine in den Kopf meiner Roboterversion, der wie mein Kopf ist, nur größer und metallischer. Machst du jetzt endlich? Roboter Plankton, hier komme ich. Das wird mir gerade alles so merkwürdig. Jetzt sind wir in SpongeBobs Kopf gelandet. Und jetzt können wir auch endlich Plankton angreifen. Jetzt ist er... verwundbar, beziehungsweise Plankton-Roboter natürlich. Das läuft hier wie folgt ab. Wir müssen auf den Plattformen erst die Roboter zerstören, dann kommt Plankton und dann können wir ihm die Sicherung rausbomben. So. Jetzt eigentlich ist ein guter Zeitpunkt. Au! Okay. Aber ist gut, dafür haben wir jetzt wieder komplett die Gesundheit voll. So, ihr wisst, wie es geht. Erstmal durchkämpfen. Und dann kommt Plankton. Oh, hier, das reicht nicht aus. Nee. Also müssen wir warten, bis wir dann... bis die Plattform dann spawnt, dass wir da hinkommen. Okay. Also sterben ist nicht gut, weil dann fängt es nochmal von vorne an. Aber man muss, glaube ich, nicht den ganzen Kampf neu von vorne beginnen. Aber müsst ein bisschen Geduld haben. Da kommt er nämlich. Oh, aus dem Hinterhalt. Und wir warten noch eine Phase ab. Bohlen ist nicht richtig. Passt nicht so. Jetzt einfach hier kurz drauf schießen. So, das war ein guter Zeitpunkt. Und genau. Er fliegt zur nächsten Plattform. Und wir können jetzt hier... Wir können jetzt hier rüberspringen und das kaputt machen. So, und da spawnt das nächste Sprungfeld. So, jetzt geht's von vorne los. Hier müssen wir mit dem Fernangriff arbeiten, weil wir nicht direkt drüber springen können. Dazu machen wir vielleicht erst die Maschine kaputt. Aber, oh, okay. Also Vorsicht vor Robotern grundsätzlich. Ja, es sind 100%, es ist nicht perfekt 100%. Also auch ich mache Fehler. Also lieber dreckig, aber effektiv. So, okay, ich warte hier nochmal die Runde ab. Und dann jetzt da. Jetzt hauen wir ihn wieder hier runter. Der kleine Blasenfreund von SpongeBob. Okay, damit sind wir jetzt hier drüben auf der Plattform. Und wir können hier noch eine weiter zur Sicherung hüpfen. Bam. Wenn wir das hier... nee, warte. Können wir das nicht einfach wegbomben? Wieso geht das nicht? Was soll das? Müssen wir... Hä? Ist das... Was soll das? Ist das ein Bug? Es ist immun gegen unseren Angriff. Wir können... Achso, wir haben ja den Stoßangriff von unten. Sprungattacke. Okay, also jetzt wisst ihr Bescheid, welche man nehmen muss. Okay, so. Die nächste Runde. Hier können wir ihn nämlich auch in derselben Attacke angreifen. Und hier wird dann weggebowlt am besten. Au. Wie sie uns immer auslachen. Das hört nicht auf mit dem. Und... Na, das hat noch nicht gereicht. Okay, man muss halt genug Schwung da reingeben, dass es auch trifft und da drüben richtig landet.
Okay, so. Au. Jetzt hat sie getroffen. Sehr gut. Und jetzt kommt Plankton natürlich. Schön ausweichen. Und dann... Bam. Langsam, aber sicher... legen wir ihm das Handwerk. So. Hier können wir einfach die normale Attacke benutzen. Okay. Jetzt sind wir hier hinter dem Mund von SpongeBob. Ist das da Rotzo ausweise? Nee, das ist. Was ist denn das? Also. Tja. Tja, irgendwas Rotzartiges in der Nasenregion. Keine Ahnung. Was meint ihr, was das sein könnte? Haben wir das kaputt gemacht? War das so? Weiß ich nicht. Okay. Da ist wieder Plankton. Und das geht jetzt einfach so ein bisschen. Ich finde die Musik, habe ich ja schon bei The Cosmic Shake gesagt. SpongeBob The Cosmic Shake. Da fehlt mir einfach so geile Bosskampfmusik. Da bin ich einfach anderes gewohnt von früher. So epische Bosskampf-Dramatik. Fehlt mir irgendwie einfach ein bisschen. Aber wenn man es als normales Level betrachtet oder so, dann ist das. Dann macht das schon Sinn irgendwie so. Oh, das hat geklappt. Also mit Bowlen geht's. Okay. So. Jetzt geht's weiter nach oben. Hier rechts ist das Auge. Er hat viele Sicherungen. Da ist sein Gehirn. Das sind die letzten, ich weiß nicht, 4 Sicherungen, 3 Sicherungen, die wir jetzt noch kaputt machen müssen. Okay. Er geht wieder zur nächsten Plattform. Und hier rein, das habe ich nämlich auch, kann man erstmal übersehen. Da ist die Sicherung drin. Müssen wir einfach ein bisschen gut steuern. Dann kommen wir da auch gut ran. Okay, hier kommt einfach Plankton direkt. Er schickt jetzt nicht mehr die Roboter vor, sondern... Oh, oh. Und wir haben nur noch eine Unterhose. Okay, so, da ist der nächste Eingang. Hier einfach durch, so wie bei Star Wars im Todesstern. Okay. So, ist das die letzte? Ich denke, ja. Hui. Hier, da sehen wir direkt, seht ihr direkt die Augen von SpongeBob-Roboter. Okay, ich hoffe, dass wir jetzt nicht getroffen werden. Und hier noch. Da sieht ihr, seht ihr es schon. Juhu! Und bam! Und 100 Pfannenwender! Ja, mega geil! Ultra mega Pfannenwender-Sammler. Hole alle 100 goldenen Pfannenwender. Damit haben wir das Spiel zu 100% durchgespielt. Dafür gibt es auch noch den Erfolg. Wenn das kein Like wert ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt ist der Roboter besiegt und das Finale können wir uns jetzt anschauen. Was denn? Was? Oh, ah. Tja. All meine Pläne! Ruiniert! Jetzt reicht's, ich werde Rechtsanwalt. Du hast mich noch nicht besiegt. Ich habe noch unzählige Roboter in ganz Bikini Bottom. Ich rufe alle herbei und dann guckst du dumm. Oh, oh. Ich vernichte dich. Du vernichtest mich. Ich vernichte dich. Ich vernichte dich doppelt so übel. Ach ja, ich vernichte euch dreimal. Und ich vernichte euch unendlich oft. Sei still, du dummer Roboter. Wen nennst du hier dumm? Ich war auf der Volkshochschule, du übergroße Kaffeemühle. Ach ja, dir zeig ich's. Tja, Plankton, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Oh, das hab ich gewiss. Nächstes Mal mache ich das richtig. Autsch! Wir haben gewonnen. Wer hat Lust auf Eiscreme? Ich.
Muss ich euch alle daran erinnern, dass Bikini Bottom immer noch von Robotern verwüstet wird? Stimmt, Sandy. Ja, sie hat eine schöne Stimme. Ich werde bestraft. Ich weiß nicht wofür, aber ich werde bestraft. Es gibt da draußen immer noch viel zu tun. Mehr Jungfraumann und Blaubarschgrube geben nie auf. Also werde ich es auch nicht. Wir dürfen nicht ruhen, bis Bikini Bottom wieder sicher ist. Diese zusätzliche Endsequenz ist die etwas läppische Belohnung für 100%. Aber wir haben es geschafft, 100% SpongeBob durchgespielt. Und dann sehen wir uns einfach zum nächsten Let's Play. Es gibt ja noch genug hier auf dem Kanal. Also wenn ihr Lust habt auf mehr, checkt die Playlisten aus. Das Let's Play zu SpongeBob, Schwammkorb, Cosmic Shake ist ja auch schon jetzt komplett hier zu finden. Und es gibt ja noch weitere SpongeBob-Spiele, die wir spielen können. Wenn ihr da ein bestimmtes im Sinn habt, schreibt gerne eure Vorschläge zu SpongeBob in die Kommentare. Ich kann euch schon mal sagen, es gibt SpongeBob Schwammkorb eiskalt serviert. Heißt es, glaube ich, auf Deutsch Truth or Square. Und es gibt natürlich auch das Videospiel zum Kinofilm. Da hätte ich auch Lust drauf. Und ja, also es gibt noch einige Spiele für SpongeBob, die wir uns anschauen können. Lasst gerne noch ein Like da oder ein Abo, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Empfiehlt es auch gerne weiter alles oder schreibt einen Kommentar. Hilft mir alles mit meinem Kanal. Und YouTube freut sich, also der Algorithmus. So, ich sag, macht's gut. Vielen Dank, dass ihr euch das Let's Play angeschaut habt. Macht's gut. Bis dann, euer Fabian. Ciao.